Schau mal, Martin, ich habe ja mein Haushaltsbudget in Excel gemacht. Ich trage jetzt jedes Mal in eine Zelle ein, wenn ich etwas einkaufe. Und mit dieser Summenformel lasse ich mir dann berechnen, wie viel ich in Summe ausgegeben habe. Ja, das schaut doch gut aus. Ja, aber ich möchte jetzt eigentlich auch noch wissen, wie viel ich im Durchschnitt jeden Monat ausgebe und was war mein teuerster Einkauf und der günstigste. Kann man das machen? Ja, Excel hat natürlich viele Funktionen. Schaue, hier könnte man zum Beispiel... Neben den Grundrechenarten bietet Excel noch viele weitere Funktionen. Hier die wichtigsten im Überblick. Mittelwert berechnet einen Durchschnittswert, zum Beispiel, wenn Katharina wissen möchte, was sie durchschnittlich pro Einkauf ausgibt. Minimum und Maximum zeigen einfach die kleinste bzw. die größte Zahl eines Bereichs. Wenn Katharina wissen möchte, wie oft sie pro Monat eingekauft hat, kann sie einfach die Zellen zählen. Dies zählt alle Zellen mit Zahlen als Inhalt. Es gibt auch noch Anzahl 2. Diese Funktion zählt alle Zellen mit Inhalt, auch solche mit Buchstaben, aber keine leeren Zellen. Eine Formel kann man einfach auf andere Zellen übertragen, indem man auf den kleinen Punkt in der rechten unteren Ecke einer Zelle drückt und die Formel dann in die gewünschte Richtung zieht. Bei Formeln, die sich immer auf eine bestimmte Zelle beziehen, zum Beispiel alle Felder sollen mit dem Wert einer bestimmten Zelle multipliziert werden, kann es hier zu Problemen kommen, weil die Bezeichnungen in der Formel mit nach unten rutschen. Hier kann es notwendig sein, den Zellenbezug zu fixieren. Das verhindert, dass die Zellen, auf die Bezug genommen wird, beim Hinunterziehen oder Kopieren der Formel verrutschen und falsche Werte benutzt werden. Ein Zellenbezug lässt sich auf Windows einfach mit der F4-Taste, auf macOS mit Kommando und T fixieren. Man kann auch eine ganze Spalte oder Zeile fixieren. Das sieht doch schon recht professionell aus. Finde ich auch. Eine Sache hätte ich jetzt noch gerne. Und zwar, wenn ich, sagen wir, mehr als 500 Euro im Monat ausgebe, soll hier Achtung stehen, damit ich nicht mehr zu viel einkaufe. Das geht mit einer Wenn-Funktion. Sobald der Wert von 500 überschritten ist, steht hier Achtung, ansonsten alles gut. Übrigens kann ich dieses Dokument auch haben. Ich würde auch gern so professionell meine Budget planen. Ja, sicher doch.